Wir legen gleich los. Naja, nicht ganz eine Stunde, aber etwa 40, 45 Minuten. Pilates mit mir zusammen. Ich freue mich. Wir legen langsam los und kommen dafür auf unsere Matte. Ich hoffe, ihr habt alle eine oder zumindest ein dickes Handtuch, irgendwas, was ihr unterlegen könnt. Und wir starten auf dem Boden. Setzt einmal eure Hände ab, kommt in den Vierfüßlerstand. Und bringt einmal eure großen Zehen aneinander. Öffnet die Knie etwas nach außen. Die Fußrücken sind lang am Boden und du schiebst einmal den Po zurück hinten auf die Fersen. Schiebst die Arme locker nach vorne und lässt einmal so weit dein Brustbein Richtung Boden sinken. Die Stirn auf deine Matte. Und lass deinen Atem jetzt einfach fließen. Kommen und gehen. Atme durch deine Nase ein. Atme durch den leicht geöffneten Mund aus. Atme ein in deine Flanken, weite in deinen Rücken, zwischen deine Schulterblätter. Atme aus, zieh dabei die Bauchdecke ein wenig Richtung Wirbelsäule. Schließ deine Rippen, verlängere deinen Rücken mit jeder Ausatmung. Lass dein Gesäß etwas tiefer Richtung Matte schieben, etwas tiefer auf deine Fersen. Schieb deine Arme jetzt einmal lang nach vorne. Fächer deine Finger leicht auf. Atme nochmal tief ein durch die Nase. Atme aus. Mit dem nächsten Einatmen beginne das Kinn Richtung Brustkorb zu rollen. Ausatmen. Schieb dein Kinn sanft nach vorne, blicke zwischen deine Hände. Einatmen, roll nochmal die Halswirbelsäule rund. Ausatmen, schieb dein Kinn sanft nach vorne. Wiederhol das noch zweimal so. Ein letztes Mal. Genieße es, deine Lungen mit viel Luft zu füllen und atme vollständig aus. Lass die Bewegung ein bisschen größer werden. Und komm jetzt in eine runde Bewegung nach oben aufwärts. Einatmen, schieb dich zurück. Ausatmen, werde rund. Einatmen, schieb dich zurück. Wiederhole es noch zweimal so. Einatmen, schieb dich zurück. Ein letztes Mal. Dann lasse den Blick einmal vorne, schieb dich einatmen mit langem Rücken vor, ausatmen, werde rund, schieb dich zurück. Einatmen, schieb dich vor, Brustbein zieht zwischen die Hände, ausatmen, werde rund. Auch das wiederholen wir jetzt noch zweimal. Ein letztes Mal, schieb deine Fußrücken und Unterschenkel sanft in die Matte. Und wenn du beim nächsten Mal vorne angekommen bist, dann bleib einmal dort. Setz deine Hände nochmal stabil auf, setz deine Fußballen auf, schließ die Knie. Lass deine Fingerspitzen nach vorne schauen und mit der Ausatmung löst deine Knie einen Zentimeter vom Boden. Schieb den Po sanft zurück, lass den Oberkörper auf die Oberschenkel sinken. Versuche nicht auf der Matte zu rutschen. Und schieb einmal sanft deinen Po zur Decke. Beug die Knie wieder leicht. Schieb den Po sanft Richtung Decke. Näher dich so deiner Upstretch-Position. Leg dabei eher den Fokus auf deine lange Wirbelsäule, auf den entspannten Nacken, weniger auf die durchgestreckten Beine. Wiederhole das jetzt so noch ein letztes Mal. Und dann bleib einmal hier oben in deiner Position. Vielleicht ist es hier, vielleicht ist es hier. Alles in Ordnung. Beginne hier einmal deine Fersen und Wechsel locker tief zu schieben. Ganz genüsslich. Vielleicht bringst du auch noch mal ein bisschen mehr Bewegung in deine Hüfte mit rein, in deinen Oberkörper. Und dann wanderst du langsam nach vorne mit den Füßen zwischen deine Hände. Stell die Füße etwa hüftschmal auf
Beug die Knie etwas mehr, richte den Blick leicht nach vorne, leg den Oberkörper auf, den Oberschenkel ab. Ja, über die Seite atmest du ein, kommst nach oben und streckst und reckst. Ach ja. Genieß das, du bist noch 2-3 Zentimeter größer. Und bleib einmal hier und ausatmen, die Arme über die Seite zu senken, das Kinn in einem großen Bogen tief zu führen, die Knie locker. Und lass dich wirbelweise tief rollen. Atme dort einmal ein. Ausatmen, zieh die Bauchdecke wieder Richtung Wirbelsäule, roll dich aufwärts. Atme ein, werde groß, lass den Blick folgen, wenn du magst. Atme aus, großer Bogen, höhle dich richtig schön von unten aus. Lass die Arme den Kopf schwer sinken. Bleib mal kurz hier unten, vielleicht den Kopf nochmal locker aus, pendeln lassen. Und einmal noch aufrollen. Hab das Gefühl, noch mehr Platz zwischen deinen einzelnen Wirbeln zu schaffen. Und lass dich dann ein letztes Mal tief rollen. Erde dich noch mehr mit deinen Füßen, die Knie stabil. Und bleib einmal hier unten, beug deine Beine. Mach dich klein und rund, leg den Oberkörper auf die Oberschenkel. Dann lass deinen Blick einmal nach vorne auf die Matte wandern. Richte den Rücken auf, dein Brustbein zieht nach vorne in den Raum. Die Beine noch etwas mehr beugen. Die Arme einmal über die Seite führen. Einatmen hier, ausatmen tief. Einatmen aufwärts, ausatmen tief. Letzten 2. Einatmen aufwärts, ausatmen. Kuschel dich an deine Oberschenkel, an deine Knie. Und ein letztes Mal. Wenn du dann hier bist, bleib einmal dort. Atme tief ein. Schieb deine Füße noch mehr in den Boden. Lass den Po noch etwas mehr Richtung Matte sinken. Dann setz langsam deine Hände auf der Erde ab. Schieb nacheinander die Füße zurück auf die Matte. Schieb dich weg von deinen Handflächen, die Fingerspitzen ziehen nach vorne, dein Brustbein zieht nach vorne Richtung Mattenende. Und dann lass doch hinten einmal deine Füße langsam anfangen. Klapp deinen Fuß um auf den Fußrücken. Lass den anderen folgen. Halte kurz hier und wechsel vorsichtig. Du kannst gerne eine Variante wählen, wo du das Knie vielleicht zuerst absetzt, dann das Ganze folgen lässt. Oder vielleicht magst du den ganzen Weg wählen. Auf die Fußrücken. Auf deine Fußballen. Die letzten 2 Wiederholungen. Zieh dir noch ein bisschen mehr die Mitte. Das darf schon ein bisschen warm werden. Vielleicht ein bisschen zittern. Ein letztes Mal. Bleib einmal hier. Fußrücken auf der Erde. Nur wenn du möchtest. Bringe einmal den Upstretch dazu, dehn deinen Fußrücken und zurück. Wechsel auf die Fußballen, schieb dich etwas zurück. Locker federn. Gut. Dann komm einmal in der Mitte an. Setz deine Knie sanft auf den Boden ab. Fußrücken lang und einmal in die Bäckchenposition. Kurz genießen. Gerne einmal die Hände mit zurücknehmen. Die Handgelenke hier locker kreisen. Einmal die Richtung wechseln. Gut. Und schieb die Arme noch ein letztes Mal lang nach vorne. Atme ein hier. Atme aus, den Blick vor. Lass den Oberkörper folgen. Stütz deine Fußballen auf dem Boden auf. Bring uns ein letztes Mal in den Stand. Löse deine Knie, schieb den Po locker nach oben. Entweder mit wieder vielen kleinen Schritten oder einem kleinen Sprung. Blick nach vorne. Komm einmal zwischen deine Hände.
Dort angekommen, setzt deine Hände nacheinander auf den Oberschenkel ab. Die Ellbogen ziehen schmal am Oberkörper entlang, deine Bauchdecke aktiv nach innen und lass nur von deinem Becken die Bewegung ausgehen. Fühl dich von unten aus. Einatmen, werde lang, vielleicht so ein leicht geführtes Hohlkreuz. Guck mal, was sich da für dich in deinen Rücken, in deine Wirbelsäule gut anfühlt. Wiederhol das noch dreimal. Es ist dabei zu atmen. Und ein letztes Mal so. Schieb den Po sanft nach hinten. Schau, dass du jetzt hier keinen Entenpo machst, sondern wirklich lang bleibst. Deine Schultern weit geöffnet hältst und nacheinander deine Hände auf dein Schienbein positionierst. Lass das Kinn hier leicht einrollen und jetzt schieb deine Beinrückseite lang und beuge sie. Schieb deine Beinrückseite lang und beuge sie. Versuch dabei, deine Wirbelsäule lang ausgerichtet zu halten. Und bleibst du auf dem Schienbein oder vielleicht mögen deine Fingerspitzen sich sogar noch auf den Boden bewegen. Die letzten zwei Wiederholungen. Bleib einmal hier unten, die Knie etwas mehr beugen, die Hände ein letztes Mal aufsetzen, die Füße nacheinander zurückbringen und komm von hier in den Vierfüßlerstand. Hände nochmal locker ausschütteln. Hände, Handgelenke, Finger. Dann bring dich in deine gute Vierfüßlerstandposition. Vielleicht etwas breiter die Hände als Schulterweite. Nochmal wegschieben von deinen Handflächen. Die Bauchdecke nicht durchhängen lassen. Bleib aktiv, zieh die Bauchdecke fest nach innen. Kopfkrone zieht vor. Steißbein zieht zurück. Axiale Länge aufbauen. Das Ganze steht heute im Zeichen der Balance. Dafür lässt du jetzt einmal das Gewicht auf deinen rechten Unterschenkel sinken. Schieb ihn in den Boden. Lass dein linkes Bein über die Matte lang nach hinten schieben. Von hier schieb deinen rechten kleinen Finger über die Matte nach vorne, der Daumen zeigt zur Decke. Atme nochmal ein und ausatmend. Bring Arm auf Schulterhöhe, Bein auf Hüfthöhe. Schau nochmal, dass du nicht zu weit zur rechten Seite rüber neigst. Und wenn du magst, dann steigere das Ganze ein wenig, indem du einmal deinen Unterschenkel rechts vom Boden löst. Atme, finde deine Balance. Ich schaue jetzt gerade nicht zu dir, muss mich hier selber gut konzentrieren. Und vielleicht hast du ja sogar Gelegenheit, Bein und Arm noch ein bisschen in Bewegung zu bringen. Für 4, 3, 2, einmal mehr. Setz den Fuß ab, die Hand, das andere Knie. Einmal zurück in die Child Position. Tief einatmen. Ausatmen, schieb dich vor. Klappe deine Füße hinten einmal um, setz deine Fußballen hinten auf. Jederzeit die Knie unterlagern. Jederzeit kannst du hier gleich auch deinen Fußrücken wieder lang ausstrecken. Wander einmal zurück. Setz dich mit den Fersen hinten auf deinem Gesäß ab. Auch die kleinen Zehen wollen ein bisschen was davon haben. Also ruhig nochmal die kleinen Zehen so ein bisschen bearbeiten, dass auch sie leicht umgeklappt sind. Richte dich lang aus. Kopfkrone zieht Richtung Decke nach oben. Atme ein, führe die Arme über die Seite. Atme aus, lass sie sinken. Kreis die Schultern, einatmen nach oben. Ausatmen. Einatmen nochmal die Schultern. Ausatmen. Ein letztes Mal die Schultern. Lass die Arme nochmal zur Seite aufsteigen. Zieh dich lang, werde groß im Oberkörper. Und halte diese Länge, wenn die Arme sinken.
Bring einmal deine Handflächen vorne aufeinander, fächer die Finger ineinander, in die Gebetsposition. Und beginne langsam deine Handgelenke wieder in achten Kreisen zu lassen. Versuch dabei, die Schultern unten zu halten, weg von den Ohren. Schön die Handgelenke mobilisieren, die brauchen wir gleich noch ein bisschen. Und wenn du so langsam deine Füße spürst, dann ist es vollkommen in Ordnung, darf gerne so sein. Und du weißt, jederzeit kannst du nochmal wechseln auf deinen Fußrücken, aber versuch mal ein bisschen durchzuhalten. Und wechsel mal die Richtung dieser Acht. Lass mal ein bisschen überlegen. Ellbogen sind ganz entspannt am Oberkörper abgelegt. Und ein bisschen durchhalten. Atmen. Und mit einem Lächeln im Gesicht bewegst du dich langsam wieder in deinen Vierfüßlerstand. Die Hände wieder absetzen, die Füße gerne einmal genüsslich hinten locker ausklopfen oder einfach locker in deine Luft ausschütteln. Die Hände sind gut abgesetzt, die Knie unterhalb deiner Hüften, wir wechseln die Seiten. Atme ein hier zur Vorbereitung, ausatmen, hab das Gefühl, den Oberkörper nochmal etwas zu verlängern nach vorne und hinten. Und dann lass einmal das Gewicht auf links sinken, schieb dein rechtes Bein lang zurück. Atme ein hier und ausatmend, deine rechte Schulter nochmal bewusst tief zu senken, bevor du deinen linken Arm nach vorne führst, Daumen zur Decke schaut. Ausatmend. Bring Arm und Bein auf Hüfthöhe nach oben, beziehungsweise Schulterhöhe. Gut ausgerichtet. Schieb nochmal deinen Unterschenkel links in die Matte. Zieh dich etwas länger, ohne dabei die Schulter aus ihrer Verankerung zu lösen. Mit der nächsten Ausatmung darf es ein bisschen mehr werden. Löse nochmal deinen Unterschenkel auf der linken Seite. Und auch hier geht je höher der Unterschenkel vom Boden gelöst, desto wackeliger wird's. Trotzdem das rechte Schulterblatt tief halten. Und vielleicht hast du Gelegenheit, hier hoppala, in Bewegung zu gehen. Es muss nicht jede Seite gleich sein. Siehst du bei mir, ich habe ja auch nicht die Schokoladenseite erwischt. Gut. Und 4, 3, 2, den Fuß absetzen, Hand und Knie absetzen. Nochmal kurz zurück ins Päckchen. Einatmen hier. Ausatmen, komm direkt wieder nach vorne. Klapp ein letztes Mal hinten deine Zehen um. Setz dich hinten auf deine Fersen ab. Komm nach oben aufwärts. Denk noch an die kleinen Zehen. Und wenn du dort angekommen bist, streck deine Arme locker rechts und links neben dir aus. Die Handflächen schauen nach vorne in den Raum. Schultern ausatmen, tief senken. Und mit deinem nächsten Ausatmen nach festen Körpermitte. Lass die Arme auf Schulterhöhe aufsteigen. Ich hoffe, du hast genug Platz zu Hause. Lass die Daumen weiterhin nach oben schauen, vielleicht sogar leicht nach hinten geöffnet. Und mit dem nächsten Einatmen verlängere dich, um ausatmen, nach links aufzurotieren. Zieh die Arme weit auseinander. Komm einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen, wechseln. Einatmen zurück. Ausatmen, wechseln. Einatmen zurück. Nur einmal für dich als Variante. Das hier ist vollkommen möglich. Wenn dir das Knien mittlerweile schon ein bisschen schwer fällt, die Knieprobleme machen, setz dich vielleicht im Schneidersitz ab. Einatmen, komm zur Mitte, Schultern nochmal bewusst tief und ein letztes Mal ausatmen, der Seitenwechsel. Einatmen, komm zurück, führ die Arme nochmal nach oben, lass den Blick vielleicht in einer leichten Rückbeuge folgen. Lass die Arme sinken. Schieb die Hände nach vorne und vielleicht dürfen sich die Füße noch ein bisschen ausladen.
Ihr Lieben, setzt die Hände auf. Schiebt die Füße. Naja, einmal ein kleines Stück zurück. Wir wollen jetzt in den Upstretch begeben, dafür die Fußballen hintereinander aufsetzen. Und schieb dich weg von deinen Zehen. Schieb dich nach oben in deine Upstretch-Position, das umgedrehte V oder auch das Dreieck. Und dann wander mal langsam mit deinen Füßen nach vorne in den Stand. Beug deine Beine etwas mehr, richte den Blick wieder schräg nach vorne, wie in unserem Warm-up. Komm, einatmen nach oben. Ausatmen, lass nur die Arme sinken. Es wird ein bisschen dynamischer. Wir lassen die Arme locker, gerne auch nochmal die Füße und die Beine alles so ein bisschen ausschütteln. Und beginnen nochmal ganz leicht zu wippen hier auf der Stelle. Ich drehe mich mal locker zu euch. Schön. Und gerne darf da ruhig ein bisschen ein kleiner Sprung draus werden. Ja? Jederzeit wieder reduzieren, hier unten bleiben. Oder vielleicht auch einfach nur die Füße, die Beine ein bisschen im Wechsel bewegen. Ja, wenn das Springen vielleicht für dich nicht möglich ist. Wer noch ein bisschen mehr mag, jeder vierte Sprung darf vielleicht ein bisschen höher werden. Es kann natürlich auch jeder zweite sein. Und vier. Lass den Puls mal ruhig ein ganz bisschen nach oben gehen, so weit, wie es für dich angenehm ist. Und einmal mehr ein bisschen auslackern. Gut. Schau, dass es dir gut geht. Immer noch so ein bisschen hinterher marschieren, dass der Kreislauf stabil bleibt. Dann kommst du auf der Matte zum Stehen. Das Gemeine ist, wir sind jetzt erst so schön in Bewegung gekommen. Jetzt geht es an die Balance. Einmal das Gewicht auf dein rechtes Bein verlagern. Oberkörper, nochmal in Verlängerung, lang nach oben ausrichten, Zentrumsmuskulatur aktivieren, Rippen schließen, Schlüsselbeine weit, tief, Gewicht auf rechts, linkes Bein, steigt auf, atme es ein, führst deine Arme nach oben, ausatmend, deine Standwaage, aber beginne ganz klein, streck dein Bein locker zurück, komm in so eine leichte Schräge. Und vielleicht ist das heute deine Standwaage. Ja? Vielleicht magst du aber auch weitergehen. Dein Standbein vielleicht ein wenig beugen. Den Oberkörper nach vorne neigen. Und eventuell dürfen die Hände sogar den Boden berühren. Ja, versuch mal dein hinteres Bein möglichst weit nach oben zu strecken, damit auch das Gesäß ein bisschen was davon hat. Beug dein Standbein mehr. Und dann löse deine Hände vielleicht vom Boden, wenn du dort unten bist. Schieb dich in die Aufrichtung. Und bring dich zurück. Das wiederholen wir ein letztes Mal. Ganz für dich, in deinem Tempo, in deiner Standwaage-Variante. Vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht hier. Kurz halten. Langsam zurückschieben. Deine Balance, innen wie auch außen. Und setz die Füße einmal nebeneinander ab und locker nochmal ganz besonders auch dein Standbein, dein Standfuß. Runde 2, beginnen wieder ganz easy. Füße wechseln, Füße gemeinsam oder direkt ein bisschen höher. So mal alles locker zu lassen, nicht drüber nachzudenken, alles abzuschütteln. Gut. Und 4, 3, 2 und einmal mehr. Locker wieder ankommen. Bekanntlichermaßen gibt es hier die zwei Seiten. Dafür stell dich einmal auf, verlagere das Gewicht auf links, lass dein rechtes Bein langsam nach oben aufsteigen. Einatmend, die Arme über die Seiten, verlängere dich nochmal, um ausatmend das Bein wieder schräg nach hinten zu führen. Und schau mal, wie fühlt sich diese Seite an?
eine Seite vielleicht besser als die andere. Werte mich, beobachte. Deine Variante. Auch hier. Schieb das Bein weit nach hinten. Verlänger den Oberkörper durch das Bein bis in die Fußspitze. Komm langsam wieder nach oben. Zurück, ein letztes Mal deine Variante. Zurück, beug vielleicht ein wenig dein Standbein. Schiebe nochmal mehr deine Rippenbögen. Schließe. Und komm langsam zurück. Zieh dich auf. Zur Mitte. Und einmal absetzen. Auslockern, ausschütteln. Es geht zurück auf unsere Matte. Wir stellen die Füße wieder etwa hüftbreit auf. Atmen ein und ausatmen. Lass dich in diesen großen Bogen tief rein nach unten. Beug deine Beine, bis deine Hände den Boden berühren. Setz die Füße nacheinander lang nach hinten ab, bis du in den Stütz kommst. Und jetzt schaust du, dass du dich mit dem rechten Knie unter deine linke Taille bewegst, sodass du auf deiner rechten Gesäßhälfte einmal zum Sitzen kommst. Gut, wir kommen von hier in die Seitlage. Wenn du eine dünne Matte jetzt unter dir hast, leg sie dir gerne doppelt. Wir liegen hier tendenziell eher auf der Hüfte. Manchmal kann das ein bisschen unangenehm sein, denn es ist schöner, wenn es ein bisschen dicker gepolstert ist. Taillenmuskulatur. Streck den unteren Arm aus. Streck deine Beine lang, zieh die Fußspitzen zu dir ran, schieb die Fersen locker von dir weg. Meistens ist es hier schon so ein bisschen instabil, wenn du jetzt einfach nur den Arm nach oben streckst. Hier musst du schon schön deine Rumpf- und Tiefenmuskulatur arbeiten, um das Ganze stabil auszugleichen. Schau nochmal, dass du unter dir hier dein Taillendreieck schaffst. Das heißt, wirklich einmal unter dich fassen, die Taille, die Hüfte so ein bisschen anheben, ohne auf Lasten des Nackens zu gehen dabei. Schieb den oberen Beckenknochen nochmal ein bisschen Richtung Fußende und die oberen Fingerspitzen gerne leicht stabilisieren, vor dir absetzen. Atmen ein, ausatmen, schließ deine Rippenbögen. Atme nochmal ein und ausatmen, lass die geschlossenen Beine langsam nach oben aufsteigen. Dabei halte hier dein Taillendreieck, immer noch gerne mal drunter fassen. Und stabil dabei bleiben. Einatmen, absenken, ausatmen. Einatmen, absenken, ausatmen. Bevor du an Höhe denkst, denk immer erst an Länge. Schieb deine Fußsohlen weg von dir. Wenn du spürst, oh, das zieht mir aber mehr am unteren Rücken, versuch doch mal so ein bisschen die Beine nach vorne zu führen, so eine leichte Bananenform mit deinem Körper zu kommen. Das machen wir ein letztes Mal so. Bevor wir dann vielleicht den Oberkörper mit dazu bewegen. Und auch hier die vorderen Fingerspitzen, die dürfen so ein ganz bisschen mitmachen, um den Oberkörper mit nach oben zu befördern. Ja? Dabei solltest du aber schauen, dass du nicht hier hochdrückst und die Schulter zum Ohr bewegst, sondern wirklich nur ganz sanft die Fingerspitzen mit so einem ganz leichten Schub in den Boden bringst und wirklich mehr aus der oberen Taillenmuskulatur arbeitest. Und viermal mehr. Und denk dir mal die Füße als ein Ende, den Kopf als das andere Ende eines großen Bogens, den du spannst. In der Mitte bleibt dieser Bogen immer lang, ja, mit keinem Knick. Du möchtest aber diese Enden so ganz nah, ganz weit voneinander entfernt, aber ganz leicht einander annähern. Und ein letztes Mal, nochmal richtig schön zentrieren. Einmal absinken, kurz hier unten bleiben, die Knie nach vorne ranziehen, einmal tief atmen. Wenn es dir angenehm ist, dreh dich von hier einfach mal locker in die Rückenlage.
Komm zur Mitte zurück. Stütz dich auf. Drück dich eine Etage höher. Schwing die Beine rüber auf die andere Seite. Und leg dich auch hier in Seitlage auf deiner Matte ab. Streck deinen unteren Arm aus. Streck die Beine lang. Deine Hüftknochen wieder parallel übereinander ausgerichtet. Deine Zentrumsspannung ganz aktiv und versuch mal deinen Beckenboden jetzt richtig schön mit reinzunehmen. Ausatmen, ziehen Richtung Bauchnabel. Setz die Fingerspitzen locker vorne auf und führ dann mit dem nächsten Atemzug deine Beine nach oben. Einatmen, senk sie ab. Ausatmen, führ sie aufwärts nach oben. Und auch hier fühl einfach mal für dich in diese Bewegung hinein. Und schau, wie sich diese Seite anfühlt. Senke die Beine locker ab. Versuche sie übrigens nicht ganz am Boden abzulegen, sondern halte sie stets ein wenig in der Luft. Aktiviere die Innenseite vor allem deines unteren Beines, wenn es das obere nach oben führt, nach oben schiebt. Und machen wir noch zweimal so. Taille arbeitet. Oberkörper vielleicht mit. Denk wieder an den großen Bogen. Wir möchten nicht schnell möglichst hoch, sondern möglichst weit Kopf und Fersen auseinanderziehen und über diese Weite beides ein wenig einander nähern. Noch zweimal mehr so. Letztes Mal richtig schön zentrieren. Beckenboden mit aktivieren. Langsam tief kommen. Und auch hier die Beine gerne nochmal weit nach vorne ranziehen. Vielleicht magst du auch hier den Hinterkopf nochmal ganz locker am Boden ablegen. Eventuell den Arm zur Seite rausstrecken, rechts. Und dann komm einmal zur Mitte zurück, dass du dich von hier ganz gemütlich in die Rückenlage auf deine Matte begeben kannst. Gut, alles nochmal zurechtruckeln. Dann wälzt du die Füße einmal auf dem Boden auf, und zwar so, dass sie in etwa mit deinen Sitzbeinhöckern rechts und links in einer Linie ausgerichtet sind. Dein Kreuzbein schwer in die Matte sinken lassen und rechts und links Rippenbeckenabstand möglichst eine Länge. Lass die Arme mal sinken neben deinen Oberkörper. Was man hier ganz gerne macht, ist Richtung Decke schauen. Versuch einmal, das Kinn in so einem großen Bogen wieder abzusenken. Leicht Richtung Doppelkinn, den Hinterkopf nach hinten. Den Nacken lang gestreckt. Deine Handflächen zur Decke schauen und jetzt roll dein Becken mal so ganz leicht ein Richtung Bauchnabel und löse es von der Erde, um dich von hier ins Bridging nach oben zu rollen. Bist du dort angekommen, schau nochmal für dich, dass deine Schlüsselbeine hier richtig schön weit nach außen fließen, deine Schulterblätter auf der Matte richtig schön viel Platz haben nach rechts und links. Und dann atme hier oben angekommen nochmal tief ein in deine Flanken. Atme aus, stell dir vor, hier oben scheint die Sonne warm drauf und es ist warme Schokolade. Die schmilzt ganz angenehm nach unten. Einatmen hier, ausatmend. Das Becken wieder leicht einrollen. Denk an dein Kinn, an deinen Hinterkopf, dein Nacken. Roll nach oben aufwärts. Atme ein hier, dein Brustkorb aus Schokolade. Lass die Sonne drauf scheinen und genieß das. Denk auch hier nochmal dran, jeden einzelnen Wirbel zu spüren und deine Wirbelsäule axial wieder lang zu spüren. Das wiederholen wir noch. Ein letztes Mal. Schau, dass dir deine Knie nicht nach außen abhauen. Bleib parallel ausgerichtet und erde deine Füße gut. Und jetzt ein letztes Mal
tief nach unten rollst. Streck dann deine Daumen Richtung Decke, stell die kleinen Finger vielleicht kurz auf dem Boden auf, erde dein Kreuzbein, zieh die Fingerspitzen etwas mehr Richtung deiner Füße und lass die Arme dann nach oben aufsteigen. Fingerspitzen ziehen zur Decke, die Schulterblätter lösen sich leicht von der Erde und ausatmen. Ich lasse tief sinken, das machen wir noch einmal. Beim letzten Mal, bleib mal ganz sanft mit deinen Schulterblättern gelöst, streck die Arme lang über hinten, fächer deine Finger ineinander und leg sie jetzt richtig schön am Hinterkopf ab. Lass mal deine Ellbogen ganz außen liegen, wenn du kannst, auf der Matte. Wenn nicht, ist das gar kein Problem, denn wir wollen jetzt einfach nur mal variieren, mal reinspüren. Und ich bin ja immer großer Fan davon, die Augen mal zu schließen, um einfach mal richtig wahrzunehmen, um richtig reinzuspüren. Vielleicht magst du das auch tun, fühl dich eingeladen. Lass deine Oberarme bzw. deine Arme sich jetzt einfach mal ein bisschen bewegen. Der Hinterkopf bleibt ganz locker in den Händen liegen. Und deine Ellbogen spürst du jetzt rechts und links auf der Matte vielleicht aufliegen. Spür mal rein in deinen Nacken, in deine Schultern, wie fühlt sich das an? Lass die Ellbogen jetzt mal so ein bisschen aufsteigen, nach oben und spür weiter hinein in deinen Nacken, Schulterbereich. Lass die Arme mal ganz weit nach oben, ganz eng an den Kopf, an die Schläfen. Und auch hier wahrnehmen und nochmal so ein bisschen variieren, wieder nach außen sinken lassen. Dann schau mal, dass du eine Position findest, wo sich das für dich gerade am angenehmsten angefühlt hat. Bleib einmal dort. Atme tief ein durch die Nase. Ausatmen, schließ deine Rippenbögen. Zieh die Bauchdecke nach innen oben, aktiviere deine Zentrumsmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen denkst du dir den Hinterkopf wieder weit nach hinten. Und rollst den Oberkörper sanft nach oben auf. So weit, dass deine Schulterblattspitzen vielleicht gerade von der Matte gelöst sind. Kraft in deine Körpermitte. Einatmen, sinken lassen. Ausatmen, aufrollen. Einatmen, sinken lassen. Ausatmen, aufrollen. Jetzt bleib einmal oben. Führe nacheinander deine Beine auf 90-90 nach oben. Geh in diese Tischposition, als hättest du deinen Unterschenkel abgelegt. Öffne die Knie ganz leicht nach außen, um von hier ins Criss-Cross zu kommen. Dafür strecke einmal dein rechtes Bein locker schräg nach oben. Geh nicht zu tief, es reicht vollkommen, wenn du schräg diagonal Richtung Decke schauen lässt. Dreh den Oberkörper, deine rechte Schulter Richtung deiner linken Hüfte. Atme ein, komm zurück. Atme aus, streck dein linkes Bein. Lass den Oberkörper, deine linke Schulter Richtung rechter Hüfte rotieren. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Twist. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Twist. Einatmen, Mitte. Ausatmen. Vielleicht magst du etwas steigern, indem das Bein sich etwas mehr nach vorne unten absenkt. Kein Muss. Jede Seite noch zwei. Zentrierung, Rippen nochmal richtig schön schließen, Nacken bleibt entspannt. Einmal zur Mitte zurück, lass den Oberkörper kurz sinken, atme einmal tief ein, löse vielleicht die Hände. Ausatmen für die Beine zurück für eine letzte Runde. Arme sinken über hinten, Finger fächerst du wieder ineinander, sie kommen an den Hinterkopf. Und du lässt ausatmen, den Oberkörper aufsteigen.
Knie wieder leicht nach außen öffnen. Diesmal strecke dein rechtes Bein nach vorne, schräg oben. Jederzeit komme zurück in eine für dich leichtere Variante, indem das Bein mehr Richtung Decke streckt oder vielleicht sogar angebeugt bleibt. Drehe einmal den Oberkörper sanft mit der rechten Schulter Richtung linke Beckenknochen. Löse deine rechte Hand. Zieh dich entlang an deinem Oberschenkel links. Darf leicht brennen in der seitlichen Zentrumsmuskulatur. Noch zwei. Komm zur Mitte zurück. Einmal ablegen, tief einatmen. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, vorbereiten. Ausatmen, aufrollen. Letzter Seitenwechsel. Streck dein linkes Bein schräg nach vorne oben. Dreh dein Knie wieder sanft nach außen auf. Löse deine linke Hand. Rotiere den Oberkörper rüber. Und führe dich nach oben. Und zurück. Ausatmen, wenn es nach oben geht. Einatmen, wenn du sanft zurücksinkst. Variante erleichtert. Das Bein steigt mehr nach oben auf. Für die letzten zwei Wiederholungen. Komm zur Mitte zurück. Lass den Oberkörper absinken. Greif dir rechts und links jeweils eine Kniescheibe. Zieh die Knie sanft nach außen. Dann umfasse deine Unterschenkel und roll dich ein wenig von Seite zu Seite. Atme richtig schön durch. Durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus. In der Mitte langsam wieder an. Stell deinen linken Fuß am Boden auf. Setz deinen rechten Fuß außen auf deinen Oberschenkel. Lass die Arme ruhig seitlich liegen. Zieh die Beine sanft Richtung Oberkörper. Schieb dein Knie rechts leicht nach außen. Flex deinen rechten Fuß, das heißt, zieh die Fußspitze Richtung Knie, um dein Knie ein bisschen zu stabilisieren. Atme hier nochmal ein. Jetzt ausatmend den Fuß zum Boden ab. Streck die Arme vielleicht ganz locker über die Seiten. Dann schieb den Po, den gesamten Unterkörper ein wenig rüber Richtung deiner linken Mattenseite. Und lass die Beine vorsichtig auf die rechte Seite sinken. Jederzeit, wenn dir die Dehnung, die Rotation hier zu intensiv wird, löse den oberen Fuß, das obere Bein vom, löse den rechten Fuß vom linken Oberschenkel. Gerne einmal Nasenspitze auf die linke Seite rotieren. Tief in die Flanken einatmen. Den Kopf als erstes zur Mitte zurück. Lass vorsichtig die Beine folgen, geschlossen oder nacheinander, deine Variante. Stell die Füße ab, wechsel die Seite. Dein linker Fuß auf den rechten Oberschenkel. Zieh sie sanft Richtung Oberkörper, flex wieder deinen linken Fuß. Mein Atemzug so. Setz den Fuß einmal am Boden ab.
Schieb dein Gesäß, den gesamten Körper etwas rüber zur rechten Mattenseite. Lass die Beine sanft auf links sinken. Schau nochmal, dass sich das hier gut für dich anfühlt. Gute Rotation für deine Wirbelsäule. Trotzdem noch ein entspannter Schulter-Nackenbereich. Wo du im Übrigen gerne den Kopf auf deine rechte Schläfe drehen kannst, wenn du magst. Atme so noch einmal tief in deine Flanken rechts hinein. Atme aus. Geh dann den Kopf zurück zur Mitte. Lass die Beine vorsichtig folgen. Stell die Füße nacheinander auf. Rutsch zur Mitte zurück. Und entweder mit ein bisschen Schwung über die Mitte, vielleicht die Kniekehle gegriffen, oder auch jederzeit über die Seite kommst du nach oben, sodass du dich in den Sitz auf deine Matte begibst. Setz dich einmal für dich bequemer. Streck die Arme locker über die Seite. Vielleicht magst du die Augen schließen und den Atem abschließen tief ein. Mit deine Handflächen über Kopf aufeinander. Lass sie ausatmen Richtung Stirn, Richtung Herzen. Danke dich bei dir. Ich sage, schön, dass du dabei warst heute Abend. Ich hoffe, es hat dir gut getan, ein bisschen Spaß bereitet und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Mach's gut.